Oh Mann, irgendwie ist die Stimmung hier nicht mehr so doll, wie es mal war. Aber dennoch willkommen zurück zu Paper Mario 64. Ich habe herausgefunden, wie wir weiterkommen. Ich habe ja letztes Mal die blaue Blume mit roten Beeren gefüttert. Und dann irgendwann habe ich gelernt, dass die Bärenfarbe auch damit zu tun hat, welche Farbe an Blume ich sie abgebe. Sprich, hier ist eine rote Blume. Und diese rote Blume mag gerne rote Rubinbeeren. Oh, köstlich. Das ist es. Die perfekte Farbe. Vollmundig im Geschmack. Es ist goldrichtig. Du bist ein wahrer Held, weil du mir diesen leckeren Imbiss gebracht hast. Natürlich darf es passieren. Bitteschön. Dankeschön. Ich wette, hier gibt es wieder neue Gegner. Deshalb hole ich mal Gumbario raus. Nur für den Fall, dass bis kein neuer Gegner... Oh, der Stinkwurz. Keine Ahnung, wofür wir das brauchen. Aber wenn ich das schon mal mitnehmen kann, dann nehme ich es auch mal mit. Und hier ist eine riesige Furzwolke oder so. Nee, sag mal ehrlich. Was bist du? Ja, das ist ein Schniffi. Das klingt ja noch ekliger. Furzwolke, Schniffi. Schniffi sind lästige kleine Gefolgsleute von Schnaufula. 10 KP, 4 Angriff, keine Verteidigung. Schniffis schweben in der Luft. Ein Sprung oder etwas in der Art ist hier am effektivsten. Natürlich juckt es mich, ihnen eine ordentliche Kopfnuss zu verpassen. Deine Entscheidung, Mario. Oder wir beide. Was spricht denn dagegen? Oh, ich weiß, was dagegen spricht. Ich bin fast tot. Nein, falsch. Ich bin tot. Oder? Ja doch, die killen mich jetzt. Oh mein Gott, ich hätte mich heilen sollen, ich Idiot. Achso, die machen ja gar keinen Damage mit meinem Orden. Ja, Glück gehabt. Okay. Als allererstes muss ich mir... Nein! Okay, ich hab doch bestimmt Items zu heilen, oder? Okay, das sieht gerade sehr, sehr schlecht aus. Ich könnte die Rubinbeere für mich essen. Hilft aber nicht so viel. Okay. Müssen wir taktisch eingehen. Die machen 3 Damage auf mich. Die Biene hat sehr starke Attacken drauf. Die muss sofort weg. Bam. Ich habe nur Glück gehabt, dass sie die schwächste Attacke einsetzt. Also zumindest für mich die schwächste Attacke. Selbst wenn ich... Ja gut, blocken ist zu riskant. Ich nehme die Beere. Und hoffe, dass ich fokussen kann irgendwann. Ja, verdammt. Das ist auch schwer zu blocken. Ah, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt sind wir wieder in der gleichen Situation gefühlt. Okay. Gumbario. Du killst erstmal den vorderen. Dass der schon mal weg ist. Okay. Freunde, wir kochen hier. Wir machen das. Ja. Muss erstmal die Billigheilung nehmen. Ist besser als gar nichts. Ja, ich hätte mich vorbereiten können. Aber wir wollen es ja spannend machen. Nee, okay, ich geb's zu, ich hab's vergessen. Ja, aber ich hab's geblockt. Hätte also nicht mal sein müssen. Okay, ich glaube, das war mir jetzt die Lektion. Ich renne nochmal zurück und hol mir ein bisschen... Ja, so 2, 3 Heilpilze. Weiß nicht mehr, wie die heißen. Lebenspilze, glaube ich. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Oh, fast Level Up. Schön. Sehr, sehr schön. Ja, Donnerzorn ist ganz nett. Okay, der Laden hatte nichts Gutes. Ich habe mir einfach mal 2 Heil-Items aus meinem Lager genommen. Ach, Mann. Und dann wieder solche blöden Gegner. Wisst ihr was? Nein. Ich fliehe da jetzt. Kein Bock. Genau. Mario sagt auch schon, okay. Komm, gib mir meine Münzen. Danke. Und schnell weg. Was ist denn hier? Eine Goldbeere. Auch nicht schlecht. Die beiden Items habe ich mitgenommen. So viel Stinkwurz. Wir werden es bestimmt nicht alles brauchen, oder? So, das andere nehme ich auch mal mit, weil das heilt ja. Ja, 3 KP, 3 BP. Ist okay, schätze ich. Ja. Ich glaube, wir brauchen eh nur eine. Damit wir das
den, ich glaube, unten rechts der Pflanze geben können. Bin mir gar nicht sicher. Aber warte mal, wo sind wir denn jetzt hier? Das ist ein schöner Brunnen. Ach, hallo, Pinocchio. Sehe diesen Kristallbaumann. Hast du schon jemals etwas von solcher Schönheit gesehen? Oh, Verzeihung, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Pussy. Wie? Was mit meinem Mund nicht stimmt? Das ist meine Nase. Oh, wie unhöflich. Pussy, oh Gott, der Name. Aber egal, meine Nase ist so lang, weil ich auf so herrlich lockere Erde wachse. Mir gefällt sie ganz gut. Hihi. Aber deine Nase ist auch sehr hübsch. Danke. Sie könnte aber ein bisschen länger sein. Hallo? Sehr hübsch. Am besten du nimmst etwas von dieser lockeren Erde. Die soll ich mir meine Nase tun? Ich hab doch schon andere weiße Sachen, die ich da... Naja, geil. Danke. Schon bald wird auch deine Nase perfekt sein. Wenn du das so meinst. Autsch! Sei sanft zu dem Baum! Meine Wurzeln dieses Baumes sind miteinander verbunden. Wenn du den Baum schlägst, tut das auch mir weh. Echt? Ah! Hör doch zu, was ich dir sage! Ich weiß nicht, da meine Nase. Ja, so halbwegs beleidigt? So eine Frechheit! Oh. Warum lebt er eigentlich wieder? Nur weil ich das Gebiet verlassen habe. Das ist stupid! So, deshalb hauen wir ab. Ja, verliere ich halt ein bisschen Geld. Das akzeptiere ich jetzt. Und ihr geht mir auf den Senkel. Deshalb muss Mario sich wieder binden. Ja. Dann, ja, nee. Die Bienen sind richtig nervig. So, Goldbeeren, ne? Warte mal, können wir das eigentlich schon machen? Nee, oder? Ich rede mal mit ihm. Hm, was gibt's denn, Sohn? Das Quellwasser, das rund um Lilly hervorsprudelt, ist so erfrischend. Ob die Quelle wohl noch fließt? Ich frage mich, wie es Lilly geht. Lilly? Da waren wir noch gar nicht. Da war nicht hier die... Doch, hier war die gelbe. Okay. Guten Tag. Hier, ich habe eine Goldbeere für dich. Hier wird dir schmecken. Guck, die passt perfekt. Na, bravo! Ausgezeichnet! Ein süßer, feiner Geschmack mit einer delikaten Endnote und diese vorzügliche Farbgebung. Sie erinnert mich an die Wärme des Sonnenscheins, den ich so sehr vermisse. Dein kultivierter Geschmack hat mich wahrlich überwältigt. Selbstverständlich darf es passieren. Thank you. Und ich sehe schon, hier müssen wir Jump'n'Run machen. Und zur Sicherheit nehme ich mal Carrie mit, falls ich ihn brauchen sollte. Und das scheine ich wohl zu tun. Dankeschön, Kollege. Bin zu faul. Du machst das sehr großartig. Bin sehr stolz auf dich. Er arbeitet so hart wie sein Lohn. Was das jetzt heißen mag, das könnt ihr jetzt entscheiden. Aber ich sollte ihn nicht draußen haben. Das ist keine gute Idee. Warte mal, hier oben war noch so ein Entwicklungsblock. Ah! Verdammt. Da würde ich gerne hinkommen. Ja, komm, so ein Einzelner. Komm, easy. Bam. Bam. Vor allem, weil wir ja schon fast beim Level-Up sind, lohnt sich sowas einfach. So ein ganz easy Fight gegen so einen Noobie. Ich glaube, die geben 3 XP, ne? Yes. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt haben wir noch solche Kämpfe, dann hätten wir schon genug von Level Up. Wie kann ich von hier oben diese Wurzeln da aktivieren? Okay, sehr weird, wenn ihr mich fragt. Aber na gut. Warte, kommen die alle nur einzeln in einem Kampf vor? Ich meine, ich glaube, die haben sogar die Fähigkeit, nach Freunden zu rufen. Wahrscheinlich dann deshalb, ist deshalb so, dass sie nur alleine sind. Aber, also ich meine, ist ja mega einfach jetzt. So ein Krampf. Und so ein Krampf, Mann. Ahornsirup, dankeschön. Egal, komm. Boom, wo uns das Level ab. Ab. Warte, verdammt, was will ich denn eigentlich jetzt upgraden? Hätte ich mir mal die Gedanken machen sollen. Verdammt.
Leute, was wollen wir upgraden? Im Level Up! Ich könnte OP machen. Oder KP. Irgendwie fühle ich mich zu KP angezogen. Ich liebe dich. Oh Gott, aber dich nicht. Gott, schnell, 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 schnell. Blam, wir haben den Block erreicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, also 6 Mal noch Level Up und das ist jetzt das eine Mal. Ja, komm, meinetwegen. Meinetwegen, damit das auch endlich mal bekommt. Yay, Paracarry, guck mal, die ganze harte Arbeit. Du kriegst eine Beförderung, endlich. Yippie, 2 Euro mehr die Stunde. Ich bin so stolz auf dich. So, jetzt gehen wir aus den Augen. Ach, Mann. Nein, danke. Da bin ich sowas von raus. Ja, doch, ich denke, die KP, die höhere KP-Anzahl wird mir helfen, weil ich ja jetzt schon so oft in letzter Zeit in die niedrigen KP-Anzahlen gekommen bin. Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt. Ja, was ist das hier bitte für ein nerviger Weg? Kein Wunder, dass hier einfach so ein Entwicklungsblock rumliegt, wenn hier überall diese Noobie-Gegner sind. Stellt euch vor, ihr spielt so Super Mario Bros. Und dann seht ihr so einen Pilz. Hey, ich möchte den Pilz haben. Der liegt da einfach so rum. Aber um an den dran zu kommen, müsst ihr erstmal jeden einzelnen Goomba, der da ist, besiegen. Und das in einem RPG-Combat-Kampf. Will ich einfach nur draufspringen? Nee. Das war's noch nicht. So fühlt sich das Ganze gerade für mich an. So super duper nervig. Okay, wir haben die Azurbeere. Da wissen wir auf jeden Fall schon, wo wir lang müssen. Da können wir nach links dann lang. Nein, danke. Das ist ein Clash-Item, finde ich. What? Okay, ich kann einfach so rüber. Gut. Hä? Was? Wofür ist das hier? Das ist ein blauer Baum. Interessant. Hallo? Jemand da? Ja, hier ist definitiv jemand da. Oh, was ist denn, warum bist du so traurig? Ei! Wie schrecklich! Die Quelle ist versiegelt! Was für eine Tragödie! Warum muss das ausgerechnet mir passieren? Nicht mir, nicht Lilly! Zu Hilfe, das grässliche Ding, das auf den Wolken reitet und unseren kostbaren Wasserstein gestohlen! Aus diesem magischen Stein entspringt das Wasser dieser Quelle! Ohne ihn wird dieser Ort nur noch ein vertrockneter Tümpel sein! Und auch ich werde verdorren, wenn ich nie auf dem Wasser dahin treiben kann! Mein eigenes Gewicht wird mich erdrücken! Ich arme Lilly! Oh nein, gib mich auf, Lilly! Ja, Lilly, versteht ihr wegen Lillipad? Vielleicht kommt ein schöner junger Prinz, um mich zu retten! Hallo! Ich bin der Klempner. Ich soll ein paar das Wasser hier fixen. Ein Prinz! Naja, eigentlich sieht er eher aus wie ein Klempner, aber in der Not frisst der Teufel Fliegen! Boah! Halb Bach ist doch voll schön, hallo? Hallo, mein Name ist Lilly. Ich bin eine wunderschöne, zierliche Blume, die hier in dieser Quelle lebt. Moment, ich soll sagen, ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Würdest du bitte mal den Wasserstein von dieser grässlichen Wolkenkrette zurückholen? Nee, du lass mal stecken. Oh, wie furchtbar! Du bist gar nicht mein Prinz! Aber das hätte ich mir ja denken können. Du siehst gar nicht aus wie ein Prinz. Falls dich interessiert, der Wasserstein sieht so aus. Wenn du ihn irgendwo findest, bring ihn bitte zu mir. Ich beginne schon zu welken. Okay. Und wo soll ich danach suchen? Oder vielleicht soll man ja jetzt schon weitergehen zum anderen Tor. Obwohl, warte mal, ich glaube, wir können uns hier vielleicht noch ein bisschen umschauen. Das sieht hier nämlich ziemlich interessant aus, wenn ihr mich fragt. Vor allem hier dieser Baum! Was heißt denn nochmal? Eine Gelee Royale! 50 BP! 50 BP! Also. Ja, meinetwegen nehme ich das mit. Komm, sofort. Sofort nehme ich das mit. Okay, von da kommt dann Wasser durch. Und da muss der Stein rein in das Loch unten. Ja, nee, ich glaube, wir kommen erstmal nicht weiter. Müssen wir später zurückkehren. Oder können wir hier vielleicht lang? Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, man könnte hier vielleicht lang. Aber ich wüsste halt nicht, wie und warum ist der Blocker hier an? Hallo? Das gleiche Item. Aber wenn man es sich nimmt, dann... Okay, interessant. Okay, ich probiere es einmal aus, ja?
Ich probiere es einmal aus. Aber das wird niemals reichen. Da reicht ja nicht mehr bis zum... Nee. Das wird nichts, Freunde. Keine Ahnung, was da los ist, aber... Das können wir knicken. Gehen wir nach links rüber. So, Kollege. Du hast Hunger, genau wie die anderen. Und das müssen wir besänftigen. Die Azurbeere. Bestellt von dir. Oh, eine Azurbeere? Die ist sicher total eklig. Warum soll ich die essen? Ich probier's mal. Oh, die ist total köstlich. Wow, was für ein herrlicher Geschmack. Es gibt also blaue Dinge, die gut sind. In mir ist nun wieder Hoffnung. Geh und fühle dich niemals traurig. Ich werde dich nie vergessen. Danke. Wow, der kann auch mal nett sein. Ein Spiny? Die gibt's ja also auch. Weg. Nein. Ach, Mann. Ernsthaft? Oh! Ach, du grüne Neune. Das ist ein Stachy. Oder halt Spiky. Stachys haben Stacheln auf ihren Panzern, die jede Menge Schaden verursachen können. 5 KP, 4 Angriff, 3 Verteidigung. Sie rollen sich zu Stachy-Eiern zusammen und versuchen dich zu rammen. Der Kampf wird viel einfacher, wenn du sie umkippen kannst. Dann fällt ihre Verteidigung auf 0. Okay, da habe ich ja extra den Erdbebenführer. Der kippt sie alle um. Doch. Einfach zweimal Erdbeben spammen. Dann haben die nichts drauf. Ich glaube, mit einem super Erdbeben hätte ich mir Zeit gespart. Aber braucht's nicht. Habe ich nicht nötig. So, und das nehme ich alles mit. Geil. Nichts. Wowie. Was zum... Der habe ich erschrocken. Das gebe ich zu. Ja, und auch voll in die Eier gerammt. Ich zeig euch mal eure Eier. Okay, die... Naja, okay. Der war nicht gut. Achso, du kannst auch noch was machen. Du kannst nichts tun. So einfach mal nichts. Ja, aber das sind ja wirklich super einfache Gegner, wenn man den Erdbebenorden hat. Zweimal Erdbeben spammen, das war's. Die können sich absolut nicht wehren. Also, ich kann euch empfehlen, nutzt den Orden. Da gibt es hier gar keine Probleme. Außer das Problem, dass der erste Angriff leider getroffen wurde. Aber ansonsten nichts. Okay. Hilft mir nicht weiter. Danke, Spiel. Sehr, sehr nett. Sieht aber schön aus hier. Es ist schön dekoriert. Oh. Oh Gott. Oh, noch Glickelakito, nein! Was zur Hölle? Hey! Wo hast du ihn fallen gelassen, du Idiot? Schlafula kriegt uns an den Wolken, wenn wir ihn nicht finden. Oh Mann, ich bin so tollpatschig. Dieser Stein war ein wahres Füllhorn an Wasser. Ohne ihn können wir die Kapazität der Puff-Puff-Maschine nicht erhöhen. Sagtest du Puff? Er muss hier irgendwo sein. Er muss einfach. Was? Ist das Mario? Seht doch, Mann, ist es Mario? Lass uns später nach dem Stein suchen. Knüpfen wir uns erst den Kerl vor. Oh nein, Mario, bist du sicher? Ich weiß nicht, ob ich mich, wie soll ich sagen, in der richtigen Verfassung befinde? Ach, vergiss es, ich kämpfe. Halt dich fest, Mario! Ich hab gesagt, jetzt halt die Fresse, Mario. Nein, das tue ich sicherlich nicht, du blöder Lakitu. Ja, wie du schon sagst, das ist ein Lakitu. Lakitu sind merkwürdige Koopas, die auf Wolken reiten können. 12 KP, 3 Angriff, keine Verteidigung. Sie werfen mit Stachy-Eiern, die sich manchmal zu Stachys entwickeln. Wir sollten sie rasch loswerden, bevor wir hier von Stachys umzingelt werden. Es scheint, als würden dir diese Lakitu schon seit Beginn dieser Karriere zur Last fallen, Mario. Ja, kann man so sagen. Nicht so schlimm wie Hammerbrüder, aber ja. Oh, stimmt, vielleicht sollten wir wirklich erstmal die Lakitus angreifen. Habe ich da irgendwas Gutes für? Ich könnte den Donnerzorn einsetzen! Greift alle an und verbraucht mir nur das Item. Die beiden hinteren schon mal down, was ich ja vorhatte. Und die vorderen angetouched. Aua. Hä? Oh. Das ist nicht schön. Aber noch unschöner ist es für euch. Denn ihr seid jetzt down. Sollte nicht bete den Sternsturm herbei.
ist so ziemlich neben dem Himmelskuss. Meine Lieblingsattacke hier. 7 Damage auf alle Gegner und das nur 2 Leisten? Bei 3 Leisten würde ich es nicht so oft machen, aber bei 2 Leisten, das kann man sich immer mal geben. Finde ich. So, verschwinde die Idioten! Danke für die XP. Okay. Dann wollen wir noch mal sehen, was wir hier vor uns haben. Über ein langes Labyrinth. Wenn hier irgendwo irgendwas versteckt ist, was ich brauche, wie ein Sternsplitter oder so, dann werde ich böse. Ja, Spiel? Dann werde ich böse. Wo führst du mich hin? Nach da oben. Okay. Machen wir weiter. Hier ist noch eine Röhre. Nehmen wir die mal. Du fährst mich nach unten? Nee, nach links. Okay. Hier ist überall Wand. Kann auch nicht rüberspringen. Immer noch Wand. Hä? Bin ich hier komplett falsch? Ah, nee, hier kann man lang. Passt auf, Leute. Hier sind gleich Pokémon im hohen Gras. Nee, auch nicht lang. Da links bestimmt, oder? Das sieht schon so aus. Ach nee, das ist der Ausgang. Wir müssen die Röhre finden, die uns da rausbringt. Was ist das? Lady Boo. Ich dachte gerade, was ist das Rote? Ist das ein Schallgeil oder was? Oh Mann. Warte mal. Warte mal einen Moment. Da können wir doch... Da können wir doch bestimmt... Ja, von der Seite rein. Ich dachte von oben. Ne, von rechts. Und das war die richtige. Da ist aber noch ein Block. Na, wird nicht schon wichtig. Wird schon nicht so wichtig sein, oder? Ich hoffe es. Ich habe darauf keine Lust. Hi. Oh, hallo. Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, seit der letzte Besucher hier war. Ich bin Rosi, wie Rosi. Ich bin überglücklich, dich kennenzulernen. Ich stehe hier in voller Blüte und niemand ist da, um mich zu bewundern. Du darfst mich gerne nach Herzenslust bewundern. Bin ich nicht atembekommt? Bin ich nicht unglaublich? Ja, du bist nicht unglaublich. Wirklich, so schön bin ich. Das habe ich nicht gesagt, aber ja. Du bist so ehrlich und charmant. Ich wette, unter diesem struppigen Schnauzbart verbirgt sich ein hübsches Gesicht. Ich mag dich und weil ich dich mag, zeige ich dir dies. Gib her, gib her, gib her. Ist dieser Stein nicht wunderschön? Ich habe ihn vor kurzem gefunden. Ein paar komische Gestalten auf Wolken haben ihn verloren. Ich konnte diesem magischen Schimmer nicht widerstehen, daher habe ich ihn an mich genommen. Ich kann nicht aufhören, ihn anzuschauen. Wie? Was hast du gesagt? Ich sollte diesen Schein geben? Oh nein, du sagst, dass Lily diesen Schein unbedingt braucht? Wie überaus traurig. Tja, da kann man nichts machen. Der Schein gehört jetzt leider mir. Bitte. Du meinst, Lily wird verwelken, wenn sie diesen Schein nicht haben kann? Wie traurig, wirklich, wie unfassbar tragisch. Aber es ist kaum fassbar, dass Lily sich manchmal aufhört, als sei sie hübscher als ich. Sie ist zwar dämlich, aber nicht böse. Und wenn sie nicht mehr da ist, gibt es auch keinen Kontrast mehr zu einer überirdischen Schönheit. Mal sehen, ich sag dir was. Wenn du mir etwas bringst, so schön als dieser Stein, dann lass ich vielleicht mit mir handeln. Also warten wir, bis dahin. Oh Mann, die eine Tussi nach der anderen. Jetzt will die irgendein Item haben? Was will sie denn? Ich hab nichts, sonst will das Menü aufploppen. Tja, dann wohl wieder zurück. Den ganzen langen Weg. Oder warte mal. Haben wir denn wirklich nichts? Warte mal, der Block dort oben. Der Block dort oben hat bestimmt ein Geheimnis, was es verbirgt. Wie kommen wir da lang? Ach, aha! Erwisch. Nicht ganz. Nicht ganz. Okay, Moment. Die Antwort muss einfach sein. Hä? Warte mal. Das kann doch nicht stimmen. Weil man von oben nicht lang kann und von rechts nicht lang kann? Dann muss man doch von hier aus von links kommen können. Kann ich jetzt rüberspringen? Ja, ich kann rüberspringen. Oh. Es sind nur Münzen. Und ich dachte, hier geht's weiter. Oh Mann. Lasst mich schauen, wie ich hier weiterkomme. Natürlich. Der einzige oder die einzige von denen, wo sich nicht gegenseitig hasst, weil er oder sie so schön ist. Ist Posy. Was? Rosi, warte dich, ihr etwas Schönes zu bringen?
Rose liebt schöne Dinge mehr als alles andere. Da nimmt sie sich selbst nicht aus. Ist dir das aufgefallen? Nein, gar nicht. Du brauchst also Hilfe, hm? Gut, ich werde dir helfen. Meine Wurzeln sind mit denen des Baumes verbunden. Wenn ich mich kräftig schüttle, fallen vielleicht ein oder zwei Kristallbeeren auf die Erde. Puh. Ups, das war jetzt nicht ganz ladylike. Rosi müsste mit dieser Beere eigentlich mehr als zufrieden sein. Danke. Nehmen wir mit, Kristallbeere. Ganz und gar aus Kristall, diese funkelnde Frucht. Okay, und nun zurück zu Rosi auch. Alles klar, Rosi. Ah, hier war hier das ja nochmal. So, aber ich glaube, ich weiß den Weg hier auswendig, tatsächlich. Ich habe es komplett vergessen, dass man das hier nochmal machen muss. Aber ja, ich weiß den Weg auswendig. Erstmal hier nach oben. Dann hier nach unten. Und ein guter Schluss. Hier einmal um den Kreis. Das war es eigentlich auch schon. Einmal sich kurz merken. Und dann ist es easy peasy. So, Rosi. Ah, ist was für mich? Natürlich, hier. Guck, wie schön. Das ist wie Schnuller. Oh, wie hübsch. Ich liebe es. Das ist viel hübscher als dieser hässliche alte Stein. Rasch, auf zu Lilly und gib mir diesen Stein. Und stell klar, dass sie nur aufgrund meiner Großherzigkeit gerettet wurde. Aha. Sehe ich auch doch. Oh, welche Lieblichkeit. Ich bin schon so schön, dass es mich beinahe sehr beängstigt. Wer ist die schönste Blume auf den Blütenwäldern? Das bin natürlich ich. Oh Gott. Hä? Der glitzert! Der glitzert! Warum glitzert der? Ist das ein Shiny? Oh mein Gott, ich habe ein Shiny gefunden in Paper Mario. Was zur Hölle? Lass mich gehen! Das ist geglitzert! Habt ihr das gesehen? Wait. Der haut ab, Nein! Nein, Alter, lass mich in Ruhe! Junge, ich lasse schon mein ganzes Geld liegen und die... Mann, ich habe schon leider ein bisschen Leben verloren, weil ich so viel gekämpft habe. Oder so viel aus dem Kämpfen entflohen bin. Hä? Was so? Jetzt. Der gibt bestimmt richtig viel Geld. Aber ich muss ihn scannen. Nein, ich Idiot, ich muss ihn scannen. Ah, ja, Glück. Ja. Das ist eine Suselwusel. Sie sind so selten, dass man sie auch legendäre Suseldusels nennt. 20 KP, 20 Angriff und eine Verteidigung. Diese Wesen verursachen bei der ersten Gelegenheit, die Flucht zu ergreifen. Es wäre gut, eine zu besiegen, aber Vorsicht, sie können auch kräftig zuschlagen, wenn sie bleiben sollten. Ja, natürlich bleibt er nicht. Alter, da gibt bestimmt ein ganzes Level ab oder so. Schade. Da haut er ab. Oh je. Wirklich traurig. Aber, oh Mann, ich musste scannen. Ihr wisst es, ich musste scannen. Na gut, haben wir das auch mal gesehen. Auch ganz interessant. Hätte doch gern gewusst, was genau die am Ende geben als Belohnung. Das ist ja der Wasserstein. Rasch, leg in das Loch rein. Hier? Okay. Bitteschön. Und auf einmal kommt wie aus dem Nichts Wasser raus. Plansch, plansch. Jetzt hast du wieder Wasser. Jetzt kannst du wieder blühen. Yeah. Wie hoch geht das? Und Mario sitzt einfach dem Wasserdruck. Let's go. Oh, warte mal. Wie hoch geht das? Ah! Schade, ich dachte, wir kommen jetzt auf so eine Wolke an oder so. Und hey, jetzt können wir hier rumschwimmen. Cool. Uff. Oh, das ist Wasser! Das ist Wasser! Bin das nur ich oder hat der irgendwie so Staub auf seiner, auf ihrem Blush da? Der Teich ist voller Wasser! Ich kann wieder darin treiben! Das ist wie im Paradies! Ich danke dir vielmals, dafür gebe ich dir etwas Zauberwasser von dieser Quelle! Hier, bitte! Danke, das brauchen wir! Sehr kaltes Wasser! Es glitzert in der Sonne! Dies ist das herrlichste Wasser der ganzen Gegend. Es enthält ein wenig Lilienextrakt. Von dir? Okay. Wenn eine Pflanze mit diesem Wasser gießt, wird sie bis in den Himmel wachsen. Aber leider jetzt nicht. Die Sonne scheint ja nicht mehr.
Oh ja, gute Idee. Sollst du versuchen, die Sonne dazu zu überreden, wieder in den Himmel zu steigen? Einem findigen Kerlchen wie dir wird schon das richtige Argument einfallen. Ich wette, du schaffst es. Immerhin hast auch mich gerettet. Danke. Die war zumindest mal nett. Hat sich zumindest mal bedankt. So. Aber mich juckt es noch, was wir hier so finden können in diesem riesigen blauen Baum. Baum! Hä? Blubbeere. Okay, die werden wir wohl gebrauchen müssen. Nehmen wir sie mal mit. Okay, Freunde, und beim nächsten Mal gucken wir dann, wie wir mit der Sonne reden können und vor allem, wie wir sie überreden können. Also, nicht verpassen, Like da lassen und bis zur nächsten Folge, als ob da wieder da ist. Warte, halt, stopp, shiny, shiny. Okay. Verdammt, warum habe ich jetzt den ausgerüstet? Nein. Ich habe nichts. Ich habe gar nichts Gutes hier dabei. Absolut nicht. Ich habe keinen Bauerhüpfer, kein Dauerhüpfer und alles, nichts. Wer macht am meisten Damage? Ich packe nochmal Gumbario raus. Mit Mario, so. Und dann der Dauerhüpfer. Kopfnuss. Nein! Schade. Well, I tried.